So. Gott, für jedes doch sollte ich mal einen Fünfer zahlen. Ich glaube, dann werde ich schon arm. Ja, aber das so ist irgendwie so drin. Außerdem sagt das auch, dass es weitergeht. So, ja, und zwar haben wir ja hier den Turm. Der hat jetzt ja, ihr habt das gesehen, er hat das Fading abgekriegt und jetzt machen, Quatsch, er hat das den Filter abgekriegt und jetzt, upsi. Richtig muss es heißen, natürlich, jetzt machen wir das Fading. Fading ist aus dem Englischen und heißt, ja, verlaufen, möchte ich das mal so übersetzen. Und zwar machen wir das dann so, dass wir jetzt hier einmal Cadmium Gelb haben von Lukas. Soll ich auch eine Kamera halten? Cadmium Gelb von Lukas. Ihr könnt natürlich auch jede andere Ölfarbe nehmen. Ich empfehle euch immer, nehmt eine Ölfarbe von einer bekannten Marke, von einem bekannten Hersteller. Von der Pigmentierung ist das eigentlich immer das Beste. So, hier haben wir Titanweiß. Es geht natürlich auch Elfenbeinweiß, das ist ein kleinen Tucken dunkler. Und hier von Norma, das ist jetzt nicht Lukas, ich glaube, das oder von Schminkel besser. Da gab es nichts anderes. Da haben wir Sena gebrannt. Ja, das fehlt eigentlich nochmal bei MBK, dass wir nochmal so ein paar Sachen aufnehmen. Es gibt das zwar von Abteilung 502, aber die haben nur Militärsachen und wir brauchen eigentlich in unserem Bereich nochmal andere Sachen. Gerade hier für sowas und das hat die Firma Abteilung 502 nicht. So, den Ödelist Zinner, den ich euch ja vorhin schon mal gezeigt habe, den brauchen wir auch. Da ich keinen Bock habe auf die Riesenkleckerei, die ich vorhin hatte, mache ich das jetzt einfach mal hiermit. Ist wieder die Artikelnummer Abteilung 111. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben ja schon ein bisschen die Monotomie, das hört sich immer an, die Monotomie aufgebrochen oder wollen wir ein bisschen aufbrechen. So, und dann haben wir hier die Ölfarben. Warum habe ich die jetzt auf diese saugfähigen Untergrund gemacht? Viele Ölfarben, da kommt manchmal so ein Film raus. Ja, halt diese Ölfarbe, das Bindemittel sozusagen. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen an die Pigmente. Das ist das, was wichtig ist. Umso schöner ist das auch hier beim Wash und so, wenn die Oberfläche schön glatt ist. Das ist ja mal so ein bisschen der Nachteil von Tamiya, dass die Farben von Tamiya relativ rau sind. Das liegt daran, dass der Alkohol, sobald die Düse oder den Pinsel verlässt, schon anfängt zu trocknen. Ja, was natürlich dann zur Konsequenz hat, dass die Pigmente da auf das Modell geschossen werden, ja, und eine relativ raue Oberfläche. Dafür gibt es ja Retarder, die einfach das ein bisschen verhindern, dass die Farbe praktisch dann auch oder faktisch denn die Möglichkeit hat, dann auch erst auf dem Modell trocknen zu können. So, ich habe jetzt hier weiße Punkte gemacht. Weiß ist so die Hauptfarbe. Wir wollen aber auch mal einen gelben Punkt machen. So, würde ich immer auf die Tarnfarben machen, einfach da, um noch ein bisschen ja, Leben reinzukriegen und dunkle, das Braun weniger, weil ja, braun wird das Modell oder dunkel wird das immer schon noch von alleine und ja, aus dunkel wird leider kein hell, aber aus hell kann auf jeden Fall wieder dann dunkel werden. So, jetzt gehen wir hier bei, habe ich noch einen anderen? Ach, der ist okay. So, jetzt gehen wir hier rein und das Dach ist leicht abgeschrägt. Das heißt, dass wir hier auch leicht runtergehen. Dabei ist das egal, ob die jetzt miteinander, ich sag mal, sich berühren hier, miteinander übergehen. Das ist da eigentlich völlig wurscht, weil... So, wir verteilen das hier ein bisschen. Und jetzt hätten wir nämlich die Probleme, wenn die Farbe relativ rau ist. Ihr hört das. Oder vielleicht kann man es hören, ich gehe mal ganz nah ran. Ja, ihr hört nämlich nichts und das ist das Schöne bei rauer Farbe, wenn der Untergrund relativ rau ist, dann kann man das nämlich schon hören. Dann ist das ja sehr, sehr rau, sehr kratzig und die Arbeiten, die wir jetzt hier aufführen, die lassen sich leider nicht so schön durchführen. So, wo ich hier runtergehen, dass das hier ein bisschen ausgeblichen aussieht, das ist genau das, was wir da haben wollen. Drehen das hier einmal um. Man könnte das Modell natürlich so ins Regal stellen, ne? Dann wäre es ja weiter, fertig einfach, ist es bemalt, zack, einmal versiegelt, würde nichts passieren, aber wir möchten ja gerne ein bisschen einen eigenen Handgriff reinkriegen,
mal nach den großen Stars und Sternchen so gucken, uns dran erfreuen. Und das macht natürlich auch einen Riesenspaß, einfach mal sein Skill-Level auszuprobieren, das selber mal ein bisschen höher zu schrauben, zu gucken, was so geht und ja, mit seinen Aufgaben dann auch zu wachsen. So, soweit ist das hier der Plan. Richtig schön sieht man das natürlich, wenn das Ganze dann getrocknet ist. Jetzt ist das ja noch gerade alles sehr feucht. Und jetzt kommt der kleine Tipp, um die Sachen schon mal vorher ein bisschen aufzuhellen. Nehmen wir uns ein bisschen Weiß. So, gehen hier mal ein bisschen rüber. Und da. Und machen schon mal, bereiten schon mal so ein bisschen die Highlights vor, die wir nachher mit so einer Art Trockenmalen noch mal ein bisschen hervorheben werden, einfach um gewisse Bereiche noch mal hervorzuheben, aufzuhellen und eben, sag ich mal, noch mal die eigene Note am Modell dann einzubringen. Das Ganze geht natürlich auch mit Gelb. So, nicht wundern, wenn man da nicht viel sieht. Man kann eigentlich, ja, ich würde nicht zu viele Punkte nehmen. Ihr habt das ja gesehen. Lieber noch mal dann nacharbeiten. Es ist immer einfacher, noch etwas nachzuarbeiten, als etwas Vorhandenes dann zu entfernen. Ich spreche echt aus Erfahrung, habe mich da schon wahnsinnig in die Nesseln mitgesetzt. Deswegen hört da auf mich und macht den Fehler nicht nochmal. Gerade wenn man was Neues ausprobiert, neue Techniken verführen, wirklich unheimlich dabei, eine ganze Menge Quatsch mitzumachen. So. Das gleiche gilt hier auch für die Flächen, die hier mit dem Zimmerit versehen sind. Auch hat sich herausgestellt, dass beim Fading das einfacher ist, die Hauptfarbe oben aufzubringen. Das Weiß, weil wie gesagt, ihr arbeitet das hier dann runter. Wenn mal ein bisschen zu viel ist, so, dann können wir das hier nochmal wieder abmachen. Und dann arbeiten wir das einfach nochmal nach. So, in einem Interview mit mir hat der Mickey Minis mal gesagt, die Alterung muss so sein, dass sie da ist, zu sehen ist, aber nicht zu sehen ist. Hört sich super kryptisch an, aber es geht halt darum, dass da Sachen gemacht werden, die da sind, auffallen, aber halt nicht so übertrieben da sind. Das praktisch heißt das im übersetzten Sinne. Beim Kanonenrohr gilt das Gleiche. Im Wald haben wir mal gesagt, wie der Vogel scheißt, so der Holz, das Holz reißt. Also immer von oben nach unten. Gut, das darf jetzt wieder trocknen ein bisschen, muss aber auch nicht super trocknen. Für das Washing kann das fast ineinander übergehen, da die Farben dann eh noch trocknen, sich damit ein bisschen verbinden können, das ist nicht schlimm. Hier kann man das so ein ganz bisschen erkennen,
wie sich hier so ein Ölfilm drum gebildet hat, weil, wie gesagt, wir wollen ja an die Pigmente ran in dem Fall und deswegen, ja, ist das halt so wichtig. Ein bisschen saugfähige Untergrundpappe, Papier würde ich nicht nehmen, da entwickeln sich immer ganz gerne Fusseln. So, ich bereite hier mal gleich den nächsten Schritt weiter und dann geht es auch schon gleich wieder los. Gut, jetzt ist ja schon mal ein bisschen was weggetrocknet. Kann man das schon mal ein bisschen sehen. Die Hauptfarbe, die ist abgeschwächt, möchte ich das mal so nennen. Wir haben ja so ein bisschen Leben reingekriegt. Das Maschinengewehr, das habe ich schon mal mit Schwarz gemacht von Armor of MIG. Hinten die Klappe ist ja beweglich, da kommen wir dann nachher der Kollege rein, der die Sachen rausschmeißt. So, das ist jetzt der Weg. Da mache ich jetzt das Fading. Hier bin ich, das Washing. Hier bin ich jetzt soweit fertig. Da beende ich das jetzt nochmal mit am Turm. Kann man jetzt schön sehen, wo die Reise da schon hingeht. Das Laufwerk habe ich jetzt auch mal gemacht. In einem Anflug von ein bisschen Größenwahn, weil nachher sieht man da nichts mehr. Das spielt ja das Ganze im Herbst. Das heißt, wir machen eine ganze Menge Matsch. Das wird dann auch der, ich möchte nicht sagen schwierigste Teil, aber schon der anspruchsvolles Teil davon. Matsch ist ja nicht einfach Matsch. Das klatscht man da nicht drauf, weil dann sieht es nämlich genauso aus. Da ist es tatsächlich am besten, wenn man die Anatomie des Matsches, das hört sich jetzt doof und hochgetraben an, aber das ist wirklich so, sich dann mal anguckt und ja dementsprechend das irgendwie versucht dann da umzusetzen. Aber dazu dann mehr im nächsten Teil und da üben wir oder machen wir denn das Shipping. Shipping machen wir hier mit der, mit der Amig 0044 und man kann das auch noch mit einer helleren Farbe machen, hier rüber gehen, wenn das zum Beispiel sehr viel mit der Tarnung ist. Das sparen wir uns jetzt hier aber einfach mal. Da geht es jetzt hauptsächlich darum, halt dieses Braun hier aufzubringen und Abnutzungsspuren dann damit zu simulieren. So, darum geht es, schöne kleine Fahre, gerade Linien zu ziehen, drauf zu achten, wo so Abnutzungsspuren sein könnten. Zu diesem Zweck guckt euch auch ganz gerne mal Baumaschinen an. Die geben wirklich super Aufschluss, was oder wo da mal jeweils irgendwelche Sachen sein könnten. So, hier habe ich ein kleines Schwämmchen. Da gibt es auch verschiedene Art und Weisen von Schwimmen. So, dann wird das in die Farbe getunkt und dann auf einem Tuch. So, wir brauchen mal nur ein ganz bisschen. Sollte mal etwas zu viel sein. Das lässt sich natürlich echt doof darstellen, weil das Ding hier mal zurückschlackert. So. Ein bisschen Feuchtigkeit getupft. So, und dann haben wir das schon bereinigt. Das muss ich gleich nochmal irgendwie ohne Kamera machen, weil ihr seht ja, das fluppt hier dauernd hin und her. Entweder ihr seht was oder ich sehe nichts, aber beides zusammen funktioniert anscheinend nicht.
ja, wir wollen jetzt ein paar Special Effects machen mit ein paar Rostflecken, Running Rusty Ships, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. ja, ich habe hier so ein geiles Zeug von Armor of Mick, habe ich mal als Probe gekriegt, weil wir da mal was vorgestellt haben. Ja, okay. Sieht aus irgendwie wie das Lidschattending hier von meiner Frau und meine Tochter fängt jetzt auch mit dem Zeug an. Okay, ja, also ist hier Rust, aber wenn man sich das mal anguckt, ist Rust ziemlich dunkel. Dann vor einiger Zeit mal erworben von Abteilung 502 Light Rust Braun. Das Light Rust Braun scheint aber irgendwie die Farbe verloren zu haben. Das ist nämlich mittlerweile, ich muss es tatsächlich mit Gewalt öffnen, im Spannbock einge... So, und guckt euch das hier mal an. Irgendwie ist das ja nicht so schön. Man kann es nicht mehr zudrehen, die Farbe trocknet aus. Also kein Zeichen von Qualität, muss ich echt mal so sagen. Also das ist Käse. Naja, auf jeden Fall habe ich dann was aus dieser Tube rausgeprügelt. Ist jetzt auch nicht so viel Unterschied. Ich kann das hier nochmal reinmachen, wenn man gucken kann. Also es ist ein bisschen dunkler noch. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das noch funktioniert. Sinn und Zweck der Sache ist, wir wollen so ein paar kleine Rostflecken machen. So, und dann bilde ich mir ein. Mal gucken, das ist ganz schön... Das sieht aus wie... Ja, ich hätte es beinahe was gesagt, also ganz schön, ganz schön rostig. So, jetzt mischen wir das mal ein bisschen. So, ja, geht darum, dass wir hier so ein paar kleine Effekte erzielen. Na, so ein bisschen Rost ist schön, ist lustig und das wollen wir jetzt hier mal machen. So, und die Kunst... Ein Fussel ist auch noch dran. Die Kunst ist einfach, dass wir das so darstellen, dass wir das halt so darstellen, dass es nicht übertrieben ist, aber dass man da halt schon noch mal ein bisschen was erkennen kann. So, dann haben wir jetzt hier mal so ein bisschen, weiß nicht, ob man noch ein bisschen ran gehen kann. Ducken. So. Über das Für und Wider brauchen wir gar nicht sprechen. Ist natürlich alles Quatsch mit Soße. So alt sind die Panzer gar nicht geworden meistens, dass die ja da so in die Verlegenheit gekommen sind zu rosten. Aber dieses bewusste, übertriebene Altern hatte zwei Gründe. Zum einen geht es darum, was man kann. Was man machen kann und es sieht schick aus, ne? So, und das ist das einfach so. Und wenn man alles nur nach der Logik machen würde, ihr dürft ja niemals vergessen, dass Panzer schwarz oder dieses Panzer grau, dass das fast schwarz ist, würde ja jede Kreativität im wahrsten Sinne des Wortes wirklich verschlucken. Also das ist ja so duster, das Zeug,
Genauso wie das Panzergelb oder so. Also es ist wirklich mehr das, was man machen kann und was man umsetzen kann und da einfach mal ein bisschen gucken und da ein bisschen was zaubern, ne? Der Auspuff, der kommt ganz zum Schluss. Was heißt ganz zum Schluss? Also bevor die ganze Alterung losgeht, da müssen die Sachen noch erledigt werden. Da kommt auch das ganze Werkzeug noch drin. Das hat einfach den Grund, dass die Sachen dann ja mit eingesaut werden sollen. Das soll ja gleich aussehen. Homogen nennt man das ja, dass das praktisch gleich dahin das Bild mit einher reingeht. So. Wo ich das mal zwischendurch reintippe. Das ist hier der Verdünner, die 111. Das ist unser Katalysator, damit die Sachen dann auch hier schön fließen und sich dementsprechend hier ranmachen. So. Und der Rost, der ist mir noch fast ein bisschen zu frisch. Da nehmen wir nochmal was zu unserem schönen Lidschatten hier. Ganz wichtig, richtig ordentlich zudrehen das Zeug. Die, was sind das hier, die 1254, kann man das sehen? Ja, die 1254, ganz wichtig zudrehen. Diese fertigen Produkte haben leider den unschönen Nachteil, dass sie relativ fix austrocknen und da muss man dann ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen treffen sozusagen, dass das nicht ganz so schnell geht. So, Pinsel wieder schön sauber machen. Auch das ist wichtig, umso schöner, umso länger hält das. Nächster Schritt, jetzt haben wir das ein bisschen hier gealtert. Viel geht ja bei dem Zimmerit eh nicht. Das ist ja ein Schutzfilm da drauf. So, und das nächste, was jetzt kommt, ist das Werkzeug. Das habe ich hier auf ein Stück Holz. Das ist einfach ein Stückchen Abfallholz. Doppelseitiges Klebeband und dann kann ich die Sachen hier schön bemalen. Die Sachen hier, die in Wagenfarbe sind, die habe ich mit der, was sind das hier, die 11318 habe ich das bemalt hier und das andere mit XF60. Das hat Luftwaffenfarbe gekriegt, das andere hier schwarz und dabei ist es eigentlich egal, ob es glänzend ist. Wir werden das nämlich noch ein bisschen nachbearbeiten und noch ein bisschen altern. So, und das ist dann der nächste Schritt. So, und die Brückchen hier, die kann ich jetzt mal dem dualen System zuführen. Jetzt folgt ein bisschen Rost für den Auspuff und da habe ich hier dieses Set von MIG. Das war damals nur MIG. Ich glaube, Teile davon werde ich nochmal an meine Kinder vererben. Also die Pigmente sind super ergiebig, habe ich echt schon ewig. So, und da brauchen wir Black Smoke. Das kommt ganz zum Schluss. Und Light Rust und Standard Rust. Und wir nehmen noch eine Idee Vietnam Earth. Ja, hört sich erstmal abwegig an, aber Vietnam Earth ist gar nicht so doof, wenn ich das mal so sagen darf. So, und mit dem Standard Rust, der ist ziemlich dunkel.
Also irgendwie wollen die heute nicht so, wie ich das hier gerne möchte. Die Bemalung hier von dem Zubehör ist mindestens genauso wichtig wie das ganze Fahrzeug selber. Aus dem einfachen Grunde, das sind ja die Sachen, ich sag mal, die Aushängeschilder, die wir dann sehen. Und bevor das jetzt mit der Verschmutzung losgeht, habe ich die Erfahrung gemacht, würde ich das halt schon vorher bemalen, damit das ja alles gleich aussieht. Ich kümmere mich jetzt hier um die Holzteile. Da nehme ich von Schminke Goldocker. Hat den einfachen Vorteil, dass das ja so ein bisschen aussieht wie eine Holzlasur, dass das Holz dann nicht gleich sofort angegriffen ist. Das wurde vorher mit XF60 wurde das behandelt bzw. angemalt. Ja, und dann malen wir das Ganze jetzt hier mal an, die ganzen Holzflächen. So, wir sind ja noch beim Zubehör. Was kommt jetzt als nächstes? Das Abschleppseil. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das ist grundiert, deswegen ist das hier so schön grau und einmal mit schwarzer Farbe, in dem Fall von der VA 169. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja. Oder die 70950 Black von Vallejo. Vallejo-Farben eignen sich wirklich hervorragend, um die mit dem Pinsel aufzubringen. Das war ja ein Kupferseil, deswegen einmal vorher die Grundierung. Wir wollen das ein bisschen aufregender gestalten. Das heißt, dass wir die Kauschen und hier die Pressung, diese Halterung, da wo das Kupferseil dann, oder beziehungsweise dann das Abschleppseil zusammengehalten wird, das bemalen wir einmal in Wagenfarbe. Auch das habe ich schon mal soweit vorbereitet. Da habe ich jetzt hier von Vallejo, von AK Interactive die Nummer 113-18 genommen. Ja, und habe das hier einmal angemalt. Jetzt fehlt noch das hier außen. Das machen wir mal als nächstes. So, warum malen wir das nicht Silber an? Wenn ihr euch schon mal ein Abschleppseil angeguckt habt, das ist ja in den meisten Fällen schon metallisch. Aber das glänzt ja nicht irgendwie silbern oder so. Weil ich sehe das auf ganz vielen Messen, Ausstellungen, dass die Sachen dann wirklich ja in einer richtigen silbrigen Farbe angemalt worden ist. Gut gemeint, aber ja, das wirkt halt doch wirklich eher wie Spielzeug und dann nicht so wie ja, wie das Modell, was wir denn da eigentlich darstellen wollen. Habe ich hier ein bisschen übergepünscht, das macht nichts, das kriegen wir gleich wieder weg.
tatsächlich ist es auch ein bisschen einfacher mit dem Schwarz erst anmalen und dann mit dem Gelb, weil die Innenfläche doch da ein bisschen größer ist. Aber wie gesagt, das macht nichts, das kann man übermalen, wenn das ein bisschen angetrocknet ist. In dem Fall, wie gesagt, echt nicht doof. Ihr seht auch gleich warum. Da kommen nämlich gleich Trick 17, wie wir das richtig schön hinkriegen, ohne groß uns da lang kaputt zu machen oder wie auch immer. So, da ist ja noch nichts drin, da können wir ein bisschen größer punchen. Schwupp. Sollte das Kupfer nochmal irgendwie durchblitzern oder so, auch jetzt durch die ganzen Sachen, die wir jetzt gleich nochmal machen, gar nicht schlimm, einfach nochmal mit dem Schwarz nachmalen an der Stelle. Durch die Sachen, die wir da gleich so machen, fällt das auch gar nicht groß auf. Aber ihr seht das auch gleich. So, die schönen Malereien, die kommen später. Jetzt wird das erstmal hier nur vorbereitet. So, was ich jetzt nicht mehr mache, das mit den Fingern, weil da hat man echt ja länger was von. Und hier kommt wieder das gute alte Gunmetal raus. Ich hatte das mal ganz früher von Mick, also Mick, dann hatte ich das von AK. So, ich muss aber echt sagen, upsie, das ist echt das beste Zeug hier. So, und das verreiben wir ein bisschen, echt aufpassen. Und dann kommt jetzt die Magie. Und jetzt guckt euch das mal an. Sieht natürlich jetzt noch mal ein bisschen doller aus hier. Da kommen gleich noch mal was hin, um das ein bisschen abzuschwächen. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Ich brauche mal ein Tuch. Das wird dann gleich mal feucht sauber gemacht, aber wir wollen ja jetzt erstmal uns hier drum kümmern. Das nächste ist North African Dust, haben wir hier, die 3003. Ihr könnt auch was anderes nehmen, wichtig ist nur halt, dass wir jetzt ein paar Pigmente hier haben. So, auch das macht nichts, wenn der Schiller jetzt hier ein bisschen klickert. Geht ja um den Demonstrationsobjekt. Jetzt haben wir hier nämlich ein, ich hoffe man kann das sehen, das ist ein bisschen schwierig so, ne? Wann kommen wir dich da? Jetzt haben wir nämlich ein Seil, was ja diese Metallic-Effekte hat, aber auch den Staub, weil jeder, der so ein Seil kennt oder so, der weiß, dass da ja auch der Dreck und der Staub und alles genauso kleben bleibt wie jetzt ja woanders, und viele vergessen das tatsächlich. Und ich finde das immer schade, weil das sind dann so diese kleinen Details, die, ich sag mal, ein Modell dann ja doch nochmal besonders machen und sich ein bisschen absetzen davon. So, und das steht auch immer im Keim Buch, egal ob das jetzt Ammo oder AK oder sonst wer macht, ist eigentlich ein bisschen schade, weil das sind so ja die kleinen Feinheiten, die das Modellbauleben doch nochmal wieder ein bisschen ja besonders machen. Ich hoffe, dass man es hier schön sehen kann. Und noch eine Sache, die wir gleich machen, aber ich muss hier erstmal sauber machen. Sag mal ein bisschen Sauerei. Würde ich mich einfach gleich wieder bei euch melden. So, aufgeräumt ist.
Ich habe das Zeug hier nicht mehr überall. Ja, und jetzt kommt die Feinheiten. Ach Quatsch, was will ich denn mit Schwarz? So, so ist das, wenn man seine eigenen Sachen nicht beachtet. Jetzt kommt nämlich Amic 044 Shipping. So, und wenn ich mir so überlege, also hier erstmal North Africa Dusty, die Amic 3003, jetzt wird schmutzig, genau, richtig, jetzt wird richtig rumgesaut, also das ist kein Film, deswegen musste ich hier eben so lachen aus meiner, ja, wo ich noch jünger war, sondern, ja, tatsächlich sind doch einige Begriffe mehr als zweideutig auch im Modellbau. So, jetzt wollen wir ein bisschen, ja, hier Sachen so darstellen, bisschen Schmatz. So, und da machen wir eine ganz spezielle Technik. Wir verteilen das hier jetzt erstmal so schön, so ungefähr, wie wir das haben wollen. Da, wo sich logischerweise eigentlich, ja, ich sag mal so ein bisschen Staub sammelt. Da würde ich das dann noch anbringen. So, hier nochmal. Unter dem Fliegeabwehrgerät auch nochmal. So. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, vielleicht auch nicht. Ich bin ja ausgebildeter Feuerwehrmann, ja, tatsächlich. Und man lernt noch eine ganze Menge dann. So, unter anderem dann auch, wird ja gesagt, einen Moment bitte, ich muss mal eben, da ist ja das Mittelchen. So, jetzt brauchen wir nämlich das hier. Immer Email Ödeles Thinner, die Nummer 2018, also ganz normaler Verdünner. Ja, nehmen wir auch das hier, das ist schon offen. Wollte ich euch nur mal zeigen, dass wir das normale Amo-Mic und da ich das Zeug von Amo auf Mic, mein Gott, ich habe einen Sprachfehler hier auch noch. So, und dann kommt das hier, weil wir das nicht alles einsauen wollen. Und ja, was ich jetzt den Übergang eigentlich nicht mehr schaffen wollte, wenn wir jetzt hier sowas machen, dann müssen wir uns immer überlegen, was wollen wir denn erreichen? Wir brauchen wie beim Feuer eine Zündtemperatur, wir brauchen das entzündliche Material, die Umgebungstemperatur muss stimmen, die Zündwilligkeit, so heißt das ja. So, all diese Sachen, das machen wir jetzt hier erstmal so. So, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit so ein bisschen erreichen, dass sich der Staub hier niederschlägt um die Ecken und Kanten. Und dabei ist es wichtig, dass wir kein Pigmentfixer nehmen. Pigmentfixer ist richtig böse, weil der ja fixiert wirklich die Pigmente da und sie bleiben für immer da. Also das ist wie Excalibur, bleibt da drinnen, da kommt auch kein Ritter, sondern außer, ich glaube, die Farbe abschruppen oder so. Ja, ist dann einfach so. Schubsen wir die hier so ein bisschen hin. So, fummeln aber sonst nicht viel da drin rum. Nehmen wir ein Tuch, ein bisschen viel haben. Und hier nochmal hin. So, naja, und wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, jetzt zum Schluss und letztendlich,
bevor ich jetzt ein Fahrzeug anfange, überlege ich mir immer, was willst du denn überhaupt machen? Wo soll denn das ganze Spielen stattgefunden haben? Welchen historischen Kontext haben wir da so? So, und ja, welche Figuren, welches Fahrzeug könnte da passen und so weiter und so fort. Das Fahrzeug, was wir hier haben, das ist von der Waffen-SS, das ist von dem vierten Panzerkorps. So, die sind bei der letzten Schlacht um Warschau sind die eingesetzt worden. Da war die Viking war dabei, die Totenkopf, unter anderem, bevor die dann im Anfang Dezember abgezogen worden sind, Unternehmen Konrad als Stichwort, den Entsatz von Budapest. Ja, also schon ziemlich am Ende und naja, die Geschichte, ihr wisst ja alle, wie die ausgegangen ist. So, auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, wo könnte das Ganze denn stattgefunden haben? Wie sieht es denn da aus? Habe mir Bilder angeguckt, habe ganz viele Bücher mir dazu durchgelesen, Hefte, alles, was ich so finden konnte, und musste erstmal feststellen, oh Mann, da gibt es ja gar nicht so viel zu diesem Thema. Also das ist echt relativ stiefmütterlich, wird das Ganze behandelt. Und ja, habe echt lange geguckt und gesucht und gemacht und getan und alles, bis ich dazu ein bisschen was gefunden habe. Dazu stelle ich auch gleich was vor. Oder was heißt gleich, wenn ich mit dem Fahrzeug durch bin und wenn wir dann die Figuren machen. Weil nämlich, ja, man muss dann nämlich gucken, was passt dazu, wie sieht das aus, wie sind da die Verhältnisse und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen, wenn wir dann bei den Figuren sind, dann gucken wir uns das da nämlich an. So, und jetzt aber erstmal jetzt hier ein bisschen schmutzig. Schicken wir das noch ein bisschen hin, konzentrieren das so. Staub ist ja mal so, dass der überall, wo er nicht weggewischt wird, sich ein bisschen ansammelt. Ganz wichtiger Punkt, auch wenn das aussieht jetzt gerade hier wie Saufen und Fressen, bloß nicht dran rumwischen oder so, weil das Problem ist, diese ganzen Wischer, die seht ihr nachher. Dafür haben wir nämlich nachher noch ein anderes Mittelchen, aber ich möchte euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, was das Ganze denn wird und wie das aussehen wird. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal ja, tatsächlich warten, bis das alles bearbeitet ist, bis das dann wieder getrocknet ist und dann gucken wir uns das Ganze dann da natürlich noch mal an. Nächste Stufe, während das hier schön trocknet. So, wollen wir ein bisschen die Ersatzkettenglieder machen. Dazu habe ich hier wieder meine Armo oder meine MIG P31 und einmal Light Rust. Ich bin mir sicher, die gibt es auch jetzt mittlerweile von anderen Herstellern, aber wie gesagt, ich habe die schon so lange und das, ja. So, die Kunst ist eigentlich, ein bisschen was darzustellen, ohne dass das groß hier auffällt. Stellen wir das mal hier schön hin. Na, so ist noch besser, ne? Ja, perfekt. Das war wirklich eine ganz kleine Idee nur. Thank you.